Polizeidirektion Ehrenfurt. Sie müssen sofort kommen. Meine Frau ist erstochen worden. Sie liegt hier am Boden und überall ist Blut. Sie atmet noch, aber ganz laufend schwer jetzt. Arbeit! Hallo! Hallo! Dann laufen Sie doch nicht weg, Mann! Ich weiß ja nicht einmal, wer Sie sind! Hallo! Dann melden Sie sich doch! Sie hat sich bewegt und dann kam ein ganzer Strahl Blut aus der Wunde. Und jetzt liegt sie ganz still. Ich höre sie auch nicht mehr atmen. Mann Gottes, drehen Sie doch jetzt nicht durch. Wie heißen Sie? Wo wohnen Sie? Ja, wir haben den Supermarkt hier im Hirschfeld, August Bebelstraße 5. Es war bestimmt ein Raubüberfall. Raubüberfall. August Bebelstraße 5, Supermarkt. Und Ihr Name? Merkel heiße ich. Merkel. Ja, bitte machen Sie schnell. Ich rühre Sie an. Dass mir die Blutspur sauber markiert wird. Ich will jeden kleinsten Spritzer auf den Fotos wiederfinden. Und auf der Lageskizze. Dass mir das präzise ausgeführt wird. Haben Sie das Geld nachgezählt, Kriminalmeister Katz? Der Chef, der Täter hat die Tageseinnahme nicht angerührt. Ist alles noch im Beutel. 12.247 Mark und 27 Pfennige insgesamt. Herr Merkle, ja. Hier Ihre Tageseinnahme. Am besten legen Sie das Geld einstweilen in Ihren Tresor zurück. Ja, was soll ich denn mit dem scheiß Geld jetzt? Herr Oberkommissar, bitte lassen Sie mich ins Krankenhaus. Ihre Frau liegt auf dem Operationstisch, Herr Merkle. Das kann Stunden dauern, bis Sie zu ihr dürfen. Sie würden sich nur verrückt machen, wenn Sie da rumsitzen. Nein, nein. Hier werden Sie gebrauchen. Ja, aber ich... Bei einem Gewaltverbrechen ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Spuren unverzüglich gesichert werden, Herr Merkle, weil Sie später vielleicht nicht mehr da sind. Ja, das verstehe ich ja, aber... Ich hätte auch nichts anderes erwartet. Herr Merkle, vorhin am Telefon haben Sie einen Raubüberfall gemeldet. Wie kamen Sie eigentlich auf diese Idee? Die Tageseinnahme ist doch da. Ja, aber was hat der Kerl denn dann gewollt? Mein Gott, es wird doch kein Sittlichkeitsverbrecher gewesen sein. Er wird ja doch nichts getan haben vorher. Rekapitulieren wir erstmal. Ihre Frau hat den Supermarkt heute Abend wie üblich geschlossen. Ja, halb sieben. Ich nehme an, sie schloss das Geld in den Tresor ein, den Sie in Ihrem Büro haben. Ja, sicher, das hat sie ja jeden Abend getan. Und ging dann auch in die Wohnung. Ja, wir haben zusammen zu Abend gegessen. Ja, Zwiebelsuppe und Steaks. Ich mache oft Steaks am Abend, da wir ein bisschen auf unser Gewicht achten müssen. Das ist ja interessant. Sie... Als Mann haben das Essen zubereitet. Ja, das Mittagessen hat immer sie gemacht. Aber am Abend, wenn abgerechnet wurde, da wollte sie im Laden sein. Der Laden war ja ihr Ein und Alles. War ja wichtiger als die Küche. Und nach dem Essen? Ja, sie hat sich ein paar Stunden hingelegt, wie immer. Und kurz vor Mitternacht wird sie dann aufgestanden sein. Moment. Sie wissen es also nicht genau. Ja, ich war bei Sperbers drüben zu Besuch. Der hat das Haushaltwarengeschäft an der Ecke. Sperber? Heißen die Leute? Ja, Theo Sperber ist ein alter Freund von mir. Ja. Ja, Herr Oberkommissar, wieso halten wir uns da mit diesen Einzelheiten auf? Das spielt doch alles gar keine Rolle. Ach, das kann man nicht wissen. Naja, jedenfalls ist meine Frau kurz vor Mitternacht nochmals ins Geschäft runtergegangen. Und das hat sie immer so gemacht. Jeden Tag, seit wir den Supermarkt eröffnet haben. Und hat abgerechnet? Ja, zuerst hat sie sich immer eine Tasse Kaffee gemacht. Und dann hat sie sich mit einer Zigarette an den Schreibtisch gesetzt, hat die Einnahmen verbucht und die Ausgaben, das Lager kontrolliert, Bestellungen vorgemerkt. So richtig gemütlich hat sie es sich immer gemacht. Ich habe jetzt beinahe den Eindruck, Ihre Frau hat den Supermarkt geführt und nicht Sie. Ja, es war ihr Reich, sicher. Allein wäre ich ja nie auf die Idee gekommen. Es war ja hier mal ein Kino früher. Mein Vater hat mir das als Kino vererbt und dann habe ich Adelheid kennengelernt und sie hat sich die Bilanzen angesehen und gesagt, das bringt zu wenig. Solche kleinen Kinos haben keine Zukunft mehr. Sie hat auch die Verhandlungen geführt mit den Banken und so weiter. Sie ist sehr geschäftstüchtig. Sie saß also im Büro und rechnete ab. Ja. Rechnete selbst ab, das war ja wichtig. Ihnen hingegen war es nicht so wichtig, bei der Abrechnung dabei zu sein. Ja, so einen Laden muss man arbeitsteilig führen. Ich bin für andere Sachen zuständig. Zum Beispiel fürs Abendessen. Wollen Sie mich vom Kopf stoßen? Ich versuche, Tatsachen zu ermitteln, Herr Merkel. Ja, also mein Arbeitstag sieht so aus, dass ich... Mich interessiert eigentlich nur der heutige Tag. Vormittags waren Sie im Laden, nachmittags Ihre Frau. Ja, genau. Ja. Und abends nach Lernschluss hat meine Frau sich hingelegt und ich habe ferngesehen oder meine Zeitung gelesen oder halt einen Besuch gemacht, wie heute bei Sperbers. Sie kamen kurz nach Mitternacht in den Laden zurück. Ja, meine Frau und ich sind immer gegen halb eins in der Nacht mit der Tageseinnahme zur Bank rübergefahren, zum Nachtschalter. Naja. Das habe ich heute auch vorgehabt, aber dann... Ja, ich habe auf einmal gesehen, dass die Tür nur angelehnt war, nicht? Und da war ich natürlich erschrocken. Ich habe den Namen meiner Frau gerufen, habe angefangen zu laufen, bin
reingelaufen und... So. Ja, ja, ja. Herr Merkler, Sie muss den Täter gekannt haben. Einem Fremden hätte sie bestimmt nicht aufgemacht, nicht um 23:45 in der Nacht mit so viel Geld bei sich. Wie meinen Sie, was soll das heißen? Auf Ihrem Weg von Schwerbers zurück zum Laden, Herr Merkel, ja. Haben Sie da jemanden gesehen? Überlegen Sie gut, irgendein bekanntes Gesicht. Das ist hier im Wohnviertel, Arbeiterfamilien vor allem. Die Leute müssen früh aufstehen und gehen auch früh zum Bett. Nein, nicht, dass ich wüsste, aber es war kaum noch jemand unterwegs. Auch nur der Herr Müller ist an mir vorbeigefahren, in seinem VW an der Rosenkreuzung. An der Rosenkreuzung? Ja. Was haben Sie an der Rosenkreuzung gesucht? Wir sind zu Fuß doch mindestens 15 Minuten. Eben. Mein Arzt hatte mir geraten, ich soll jeden Abend eine halbe Stunde spazieren gehen, von wegen Kreislauf, ja. Das ist doch jetzt alles so unerheblich, so unwichtig. Das würde ich nicht sagen. Falls dieser Herr Möller am Supermarkt vorbeigekommen ist, könnte er immerhin was gesehen haben. Haben Sie eine Ahnung, wo ich ihn nachreichen kann? Ja, seine Adresse muss hier in der Kartei sein. Moment, ja. Ja, bitte. Er hat nämlich ein Kreditkonto bei uns. Ah ja. Da ist er ja hier im Wilhelm-Liebknecht-Weg 17, ja. 17. Und das war der einzige Bekannte, den Sie während dieses ganzen ausgedehnten Spaziergangs gesehen haben? Herr Oberkommissar, es ist doch vollkommen ausgeschlossen, dass er seinen Mann, den wir kennen und der uns kennt, ein Bekannter, das ist doch vollkommen absurd, undenkbar, ich bitte Sie. Vielleicht machen Sie jetzt den Supermarkt zu. Ach, Unfug, was reden Sie denn? Wieso? Er kann das Geschäft doch nicht allein weiterführen. Das ist doch kein Geschäftsmann, der Eugen. Alles Kaufmännische hat sie doch gemacht. Da kommen Sie. Das ist der Kommissar. Ja, ist die Frau Merkel tot oder lebt sie? Auf, ist das ja hier. Bitte, lassen Sie mich mal durch. Entschuldigen Sie, Herr Oberkommissar. Ja. Sperber ist mein Name. Ich habe das Haushaltswarengeschäft an der Ecke. Ah ja, der Freund von Herrn Merkel. Stimmt es, dass sie ein Raub gewesen ist? Jedenfalls ist Frau Merkel niedergestochen worden. Kriminalmeister Katz wird Ihnen dazu einige Fragen stellen. Na, kommen Sie mal, Herr Sperber, wir treten ein paar Schritte beiseite. Bitte. Das hat sie nun von Ihrem Geld. Aber wie soll denn der Mann das Geschäft allein weiterführen? Für uns kann das doch nur gut sein. Herr Merkle war ja heute Nacht bei Ihnen. Sagen Sie, wann genau hat er sich eigentlich verabschiedet? Wissen Sie das noch? Kurz nach 11. Wieso? Ist das wichtig? Kurz nach 11. Das wissen Sie genau. Ich habe auf die Uhr geschaut. Eugen doch sicher auch. Haben Sie ihn nicht gefragt? Da war dann noch was, Herr Sperber. Irgendwie hat es in meinem Kopf geklingelt, als ich diese Adresse hier hörte, August-Bebel-Straße. Und zwar ist mir so, als hätten wir hier vor ein paar Monaten einen verdächtigen Todesfall gehabt. Nichts Großes, verstehen Sie mich recht. Ich habe auch nicht selber ermittelt, ich habe nur die Akte abgezeichnet. Selbstmordverdächtiger Unfall oder so. Sie meinen sicher die Sache mit Herrn Rost? Genau, Rost hieß der Mann, ja. Hat er denn sein Gemüsegeschäft hier? Obst und Gemüse, ja. Genau hier gegenüber, in diesem Haus da. Richtig, und da hat er irgendwelche Probleme mit seinem Laden. Ja, Schließen hat er halt müssen, weil... Naja, die Kunden sind ihm davongelaufen. Ein großer Supermarkt kann das Gemüse billiger abgeben. So, dass man sagen könnte, der Supermarkt hat ihn ruiniert. Und dann ist er auf einer Fahrt nach Stuttgart verunglückt. War das nicht so? Und hier wurde gemunkelt, er hätte sich umgebracht. Davon hat eigentlich nur die Mutter Wecken gesprochen, Herr Oberkommissar. Und was habe ich gesprochen? Sehen Sie, Frau Wecken, das trifft sich ja großartig. Wir sprechen gerade über den Tod von Herrn Rost, mit dem Sie ja wohl befreundet waren. Ja, und? Ich habe die Details nicht mehr so im Kopf. Man ist ja kein Computer. Aber haben Sie damals nicht gesagt, dass der Mann in den Selbstmord getrieben worden sei durch das rücksichtslose Geschäftsgebaren von Merklers? Sie, glauben Sie nur nicht, Sie können hier an den Karren fahren. Ich lasse lediglich gewisse Ermittlungen durchführen, pflichtgemäß. Wenn Sie mich dabei allerdings nicht unterstützen, ziehe ich natürlich meine Schlussfolgerung. Sind Sie übergeschnappt? Hören Sie sofort mit dem Krach auf. Das ganze Haus läuft ja zusammen. Es ist fast 2 Uhr. Kriminalpolizei. Was? Oberkommissar Sommerfeld. Und Sie sind wohl Frau Möller? Ja, aber Kriminalpolizei? Ja. Was wollen Sie denn? Was soll das heißen? Dann lassen Sie mich doch erstmal rein, Verehrteste. Ja. Danke sehr. Ist im Betrieb was? In welchem Betrieb? Ja, bei Westertag. Wo denn sonst? Bitte hier. Ah, hier neben der Frage, dass Ihr Gatte bei den Westertagwerken beschäftigt ist, das habe ich bisher nicht gewusst, muss ich gestehen. Wir wissen überhaupt noch sehr wenig, aber wir finden schon noch raus, was uns interessiert. Also wenn Sie mich einschüchtern wollen, dann sind Sie an der falschen Adresse. Mhm. Mein Vater ist stellvertretender Leiter des Finanzamts. Na fein. Trotzdem muss ich Sie bitten, Ihren Mann jetzt zu wecken. Der ist doch da, oder? Wo soll er denn sonst sein?
Mein Mann hat Frühschicht diese Woche. Er muss um 4 jeden Morgen aufstehen. Natürlich ist er da, er schläft. Dann wecken Sie ihn. Er ist sowieso zu spät ins Bett gekommen. Ist was? Bernhard, der Herr ist von der Kriminalpolizei. Ja, Sie erschrecken ja gar nicht, Herr Müller. Sonst erschrecken die Leute immer, wenn die Kripo kommt. Kann ich mal Ihren Ausweis sehen? Aber bitte, genickt in die Hundemarke. Herr Müller, Ihr Wagen ist gegen Mitternacht auf der Rosenkreuzung gesehen worden. Um Gottes Willen, ist er gestohlen? Über die Rosenkreuzung bin ich jedenfalls noch selber gefahren. Hab Zigaretten geholt. Nachts um 12. Sind mir ausgegangen. Ich rauche ganz gern noch eine, bevor ich ins Bett gehe. Ein starker Raucher, wie? Er raucht zu viel, das steht fest. Mein Vater sagt mal, eine Zigarette schadet ja nicht. Aber Bernhard qualmt päckchenweise weg. Dafür ist es Gott sei Dank sein einziges Laster. Wenigstens trinkt er nicht, wie manche von seinen Kollegen. In welche Richtung sind Sie gefahren, Herr Müller? Ich weiß gar nicht, ob Sie das was angeht. Es ist ja verständlich, dass Sie so reagieren. Das ist kein Spaß, wenn man nachts aus dem Bett geholt wird. Und ich habe mich noch nicht mal entschuldigt. Ich darf das hier mit in aller Form nachholen und Sie zugleich herzlich und eindringlich bitten, mir zu antworten. Der Automat unten ist kaputt. Die nächste Kneipe hat Betriebsferien. Da bin ich in Richtung Bahnhof gefahren. Ein bisschen weit für eine Abendzigarette. Richtig. Bin ja auch nicht zum Bahnhof gefahren. Aha. Unterwegs habe ich nämlich noch Licht gesehen im Supermarkt, dass die Frau Merkel da noch zugange war. Naja, ich kenne sie gut. Wir kaufen da jeden Samstag für die ganze Woche ein. Was schauen Sie mich so an? Sie haben also am Supermarkt angehalten. Ja, genau. Dann geklopft. Ja. Und Frau Merkel hat Ihnen geöffnet. Sicher. Ich habe gesagt, Frau Merkel, mir sind die Zigaretten ausgegangen. Lassen Sie mich verschmachten oder helfen Sie mal aus. Sie hat gelacht, hat mir ein Päckchen gegeben und gesagt, sie schreibt mir auf die Rechnung. Wir haben da ein Kreditkonto. Ich habe gesagt, Sie sind ein Engel, hat mich in meinen Wagen gesetzt, bin heimgefahren. Bernhard, du sollst doch nicht auf nüchternen Magen rauchen. Frau Merkel hat Ihnen diese Zigaretten gegeben, die Sie jetzt in der Hand halten. Richtig. Und jetzt möchte ich endlich mal wissen, was die Fragerei eigentlich soll. Das Moment. Telefon auch Moment, noch. Das bestimmt ja nicht. Sie machen mir ja die ganzen Nachbarn rebellisch. Aber Kommissar Sommerfeld? Wenn das bekannt wird, dass die Kripo bei uns war, mitten in der Nacht. Verstanden. Ja. Ich komme sofort. Bin in 10 Minuten da. Herr Oberkommissar. Tut mir leid, aber ich bin in Eile. Der Anruf hier kam aus dem Henriettenstift. Frau Adelheid Merkel ist dort soeben gestorben. Sie wurde heute Nacht gegen 0.15 Uhr in ihrem eigenen Laden mit einem ihrer Wurstmesser niedergestochen. Oh mein Gott. Wie gesagt, ich hab's eilig. Trotzdem möchte ich gern noch einen Blick in Ihren Kleiderschrank werfen, Herr Müller. Was? Ja. Ich begreife nicht, was mein Kleiderschrank damit zu tun hat. Es ist anzunehmen, dass der Täter seine Kleidung mit Blut besudelt hat. Was hatten Sie an, als Sie hier losfuhren? Diese Hosen, Jackett hier. Ja, Schuhe stehen unterm Stuhl, Moment. Ja. Warum alles in der Welt? Sie glauben doch nicht, dass mein Mann, das Bernhard... Ist aus dem Laden was weggekommen? Geld oder Ware? Kein Stück, nichts, kein Groschen. Warum hätte ich es dann tun sollen? Ich sage nicht, dass Sie es getan haben, Herr Müller. Ich sage nur, dass Sie anscheinend der Letzte waren, der die Frau lebend gesehen hat. Aber das hat er doch freiwillig erzählt, ganz freiwillig. Ich weiß. Wir sprechen uns noch. Bringt sie doch nicht einfach weg! Lasst mich zu ihr! Ich will meine Frau noch mal sehen! Herr Merkle, Sie müssen sich erst mal beruhigen. Das hätte Ihre Frau zu allerletzt gewollt, dass Sie jetzt so die Nerven verlieren. Schwester? Herr Oberarzt? Kümmern Sie sich um den Herrn. Spritzen Sie 15 Milligramm und legen Sie ihn dann auf die Unfallstation. In dem Zustand können wir nicht alleine Haus fahren lassen. Ich kümmere mich darum. Kommen Sie, Herr Merkle. Kommen Sie. Tja, meine Herren, eine tragische Sache. Die Frau war kerngesund, sie hätte 100 Jahre alt werden können. Haben Sie schon einen Verdächtigen, Sommerfeld? Was meinen Sie? Schiff, diese Mutter wecken. Sie hat kein Alibi. Hm. Sie lebt allein. Niemand kann bestätigen, dass sie die ganze Zeit in ihrem Bett gelegen hat. An sich ist ja wohl der Ehemann der Hauptverdächtige in solchen Fällen. Aber so wie der Mann leidet... Ja, schon. Aber wissen wir, ob ihn wirklich die Trauer plagt und nicht das Schuldgefühl? Chef, als ich mit ihm hierher fuhr, hat er mir in aller Unschuld erzählt, dass er den Supermarkt über Bankkredite finanziert hat. Mhm. Und um die Kredite abzusichern, haben seine Frau und er gegenseitige Lebensversicherungen abschließen müssen. Mit anderen Worten, er kriegt jetzt 250.000 Mark. Eine Viertelmillion? Ja, das gibt schon ein Motiv her. Falls Sie nicht ein besseres wissen, Doktor. Sittlichkeitsverbrechen scheidet aus. Einer von meinen Leuten? Ja. Das hört man ja nicht gern. Schafft nur Unruhe im Betrieb, sowas. Wie soll der Mann denn heißen? Ich kann mir kaum denken, dass der Name Ihnen was sagt. Als Abteilungsleiter werden Sie ja wohl nicht jeden kleinen Vorarbeiter persönlich kennen. Möller, Bernhard Möller heißt Möller. Der Mann, ja. Ja, dann kommen Sie mal mit. Hier lang. Möller arbeitet im Festwerk. Ah, Sie kennen ihn also doch, na, da habe ich ja Glück. Sie vielleicht, aber ich weniger.
Einen guten Vorarbeiter kann ich nicht von heute auf morgen ersetzen. Aber ich versichere Ihnen, der Mann ist lediglich Zeuge, weiter gar nicht. Was, und wegen einem Zeugen kommen Sie früh morgens höchstpersönlich hier an? Na ja, ist ja gut, antworten Sie es gar nicht. Erlang, schließlich haben Sie Ihre Vorschriften, das ist mir klar. Sagen Sie mir nur rechtzeitig Bescheid, falls Sie den Müller abkassieren müssen. Schließlich habe ich Disposition zu treffen. So, da ist das Presswerk. Kommen Sie mal mit. Ja, wissen Sie, eigentlich interessiere ich mich gar nicht so sehr für Möller selber, vielmehr für Ihre Meinung über den Mann. Ja. Sehen Sie, der Möller hat in einem Mordfall eine sehr wichtige Aussage gemacht. Und in solchen Fällen ist es durchaus üblich, dass man Erkundigungen einzieht, wie zuverlässig der Betreffende ist. Verstehen Sie? Zuverlässig? Ja. So, was soll ich da sagen? Hier ist er zuverlässig. Ja, ein guter Arbeiter. Kein Unruhestifter oder ein Kakeler oder sowas. Ja, im Gegenteil, möchte ich sagen. Ja. Einer meiner besten Leute. Aha. Erst vor 5 Wochen hat er einen Rationalisierungsvorschlag gemacht, der so gut ausgearbeitet war, dass wir ihn ohne weiteres übernehmen konnten. Mhm. Das ganze Presswerk ist nach diesen Vorschlägen umorganisiert worden. Wir haben dadurch die Pro-Kopf-Leistung um 50% gesteigert. Ja, das war dann ja wohl sowas wie ein Erfolg für ihn, Mann. Ja. Was? Wir haben eine Prämie ausgeworfen. Möller, da sind Sie ja. Menschenskind, wo treiben Sie sich denn rum? Ich spreche mit dem Meister. Guten Morgen, Herr Oberkommissar. Morgen. Wo Sie sich nachts rumtreiben, das will ich wissen. Wieso sind Sie nicht in Ihrem Bett gewesen, wo Sie hingehören vor einem schweren Arbeitstag? Was haben Sie, um Mitternacht durch die Straßen zu kurven? Sie sehen doch, was dabei rauskommt. Ich habe doch schon alles gesagt. Die Zigaretten sind mir ausgegangen. Ja, schlafen sollen Sie um diese Zeit. Menschenskind, Möller, ein gestandener Mann wie Sie und lässt sich von dieser Sucht nach einem Sargnagel beherrschen. Also ich muss sagen, das passt ganz und gar nicht zu dem Bild, das ich mir von Ihnen gemacht habe. Zu mir haben Sie gesagt, Sie hätten gearbeitet. Ich mache doch diesen Fernkursus. Fernkursus? Was denn? Wieso denn Fern? Was soll denn das jetzt wieder heißen? Herr Morawitz, ich will schließlich auch mal Meister werden, oder? Und da hocken Sie bis Mitternacht über den Büchern? Sie sind ja nicht gescheit, Mensch. Nachts lerne ich besser, wenn draußen alles still ist. Kann ich mich besser konzentrieren. Also Müller, Ehrgeiz ist ja eine ganz gute Sache, aber vergessen Sie nicht, wir bezahlen hier Ihre volle Arbeitskraft, nicht bloß das, was übrig bleibt, wenn Sie die halbe Nacht gebüffelt haben. Na ja, also schon gut, Sie wissen ja, wie ich es meine. Wenn nur keine Unruhe in den Betrieb getragen wird durch diese Geschichten. Kommen Sie ruhig näher, Herrschaften, das kann jeder hören. Jack, und du bist so freundlich und schreibst mit uns jetzt möglichst groß in die Zeitung, was ich hier zu sagen habe. Ist doch selbstverständlich. Meine Herren von der Schutzpolizei, Sie werden sich jetzt auf die Suche nach dem Beweisstück machen, das ich Ihnen beschrieben habe. Ich bin überzeugt, dass es existiert. Denn Textilien, meine Herren, sind schwer zu vernichten. Zumindest dann, wenn man ihre Vernichtung geheim halten muss. Wenn der Täter zum Beispiel sein Sakko mit Blut befleckt hat während des Mordes, dann kann er dieses Sakko jetzt nicht einfach verbrennen. Das wäre zu auffällig. Gestank und Rauchentwicklung würden Aufmerksamkeit erregen. Und das kann der Täter nicht riskieren. Wir können demnach davon ausgehen, dass er das blutbefleckte Kleidungsstück, vielleicht auch mehrere Kleidungsstücke, weggeworfen hat. Und hier beginnt Ihre Aufgabe. Sie haben zwar bereits die Bevölkerung um Mithilfe ersucht, über Funk, und der Polizeireporter Jakob Nestor, den Sie hier neben mir schreiben sehen, wird nochmals einen Aufruf in die Ehrenfurter Nachrichten setzen. Aber das reicht nicht. Jede Mülltonne, jedes Gebüsch muss untersucht werden. Sie fangen im Umkreis des Tatortes an und bewegen sich dann spiralförmig weiter. Ja, wenn ich noch etwas sagen darf... Ja, aber bitte, Herr Merkel. Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen können, da setze ich eine Belohnung von 2000 Mark aus. Das wäre der wichtigste Hinweis. Also ein blutbeflecktes Kleidungsstück. Sie haben Herrn Merkel gehört, Herr Schaffel? Also, Weidmannsheil. Komm, Jack. Los, als wenn es einen Goldklumpen zu finden gäbe. Und die Kinder natürlich immer vorneweg. 2000 Mark. Der Merkel muss sich ja verdammt sicher fühlen. Sag mal, verdächtigst du ihn ernsthaft? Hat ein Motiv, ne? Ja, ein paar von den Einzelhändlern dürfen auch eins haben. Na, sicher, Jack, sicher, sicher. Und dieser Müller? Ordentlicher Mann, angesehen in seinem Betrieb, kommt vorwärts, macht jetzt nebenbei die Meisterprüfung. Motiv hat er keins. Er kannte die Merkel kaum nur als Kunde eben. Wir haben das nachgeprüft. Das ist ja heile Welt, was du da schilderst. Und er hat eine junge Frau, die zwar vielleicht ein bisschen überspannt ist, aber schlank und blond und keinen Tag älter als 22. Und Krach mit seinen Kollegen hat er auch. Das ist dir neu, was? Was? Ja, bei bester Tag reden sie auch nicht so gerne darüber, können das Werk auch einen schlechten Ruf bringen.
Die Leute vom Presswerk sind in einen spontanen Ausstand getreten, als sie vor einem Monat ihre Arbeit nach Müllers Rationalisierungsplänen umorganisieren sollten. Der ist ja wirklich das Graswachs. Die Männer empörten sich darüber, dass durch die Rationalisierung die Produktion um 50% gesteigert wurde, ohne dass sie einen einzigen Groschen mehr Lohn bekamen. Also wilder Streik also? Offiziell, ja. Mhm. Inoffiziell haben sich die Leute vom Betriebsrat mit den Arbeitern solidarisiert. Dadurch habe ich überhaupt erst von der Sache erfahren. Die Initiative für diesen spontanen Streik ist übrigens von einem gewissen Huber ausgegangen. Huber. Vielleicht 35 Jahre alt. Kleiner, drahtiger Typ, Bürstenhaarschnitt. Ah, ich glaube, den habe ich heute früh sogar gesehen. Ich bin überzeugt, der kennt Müller von einer ganz anderen Seite als der Abteilungsleiter. Meine Damen und Herren, ich bitte mal um Ruhe. Ja, bitte. Dankeschön. Ich habe Sie hierher gebeten, alle Einzelhändler der näheren Umgebung, außer Herrn Rost. Herr Rost ist doch tot. Ganz richtig. Mit Herrn Rost hatten wir den ersten verdächtigen Todesfall hier in der Gegend. Und jetzt habe ich Sie hier an den Supermarkt gebeten, weil wir einen zweiten unnatürlichen Todesfall haben. Und diesmal, wie Sie alle wissen, handelt es sich nicht um Selbstmord. Ja, wieso bei Herrn Rost doch auch nicht? Die Polizei hat doch von einem Unfall gesprochen. Sie sprachen von Selbstmord, Frau Wicken. Ach. Und fühlten sich durch unsere Version ins Unrecht gesetzt. Ich verstehe durchaus, dass Sie jetzt verwirrt sind. Aber sehen Sie, bei Selbstmord ist die Polizei meistens recht vorsichtig. Wenn nur der geringste Zweifel besteht, lassen wir die Sache lieber als Unfall durchgehen. Das ist für die Hinterbliebenen nur mal angenehmer. Aber nach diesem neuerlichen Todesfall unter den Einzelhändlern des Viertels haben wir die Akte noch mal aufgemacht, denn jetzt haben wir es mit einem Mord zu tun. Und da ist Diskretion nicht mehr am Platz. Ich sage das deshalb so nachdrücklich, weil ich das Gefühl habe, dass einige von Ihnen immer noch diskret sein wollen. Das ist jetzt unverantwortlich, Herrschaften. Und ich werde es nicht dulden. Um gleich mal mit Ihnen anzufangen, Herr Merkler. Mit mir? Mit Ihnen. Sie haben mir gesagt, Sie hätten gestern Nacht einen halbstündigen Spaziergang gemacht, nachdem Sie Ihren Freund, Herrn Sperber, verließen. Ja. Dann seien Sie zu Ihrem Laden zurückgekehrt und hätten Ihre Frau gefunden. Ja. Ich verstehe nicht. Herr Sperber, Sie haben auf die Uhr geschaut, als Herr Merkler Sie verließ. Wie spät war es? Kurz nach 11, aber... Wieso aber? Geht Ihre Uhr nicht genau? Doch, schon, aber... Also, es war kurz nach 11. Herr Merkler, Sie haben Ihren Freund Sperber kurz nach 11 verlassen und sind erst nach Mitternacht zu Ihrem Laden zurückgekehrt. Demnach hat Ihr Spaziergang nicht eine halbe, sondern eine ganze Stunde gedauert. Ja, ich war durcheinander, aufgeregt. Ja, das kann ich verstehen, Herr Merkel. Aber inzwischen dürfte sich Ihre Aufregung doch wohl so weit gelegt haben, dass Sie die Ereignisse des gestrigen Abends klarer überschauen. Trotzdem haben Sie Ihre Angabe nicht berichtigt. Und dafür habe ich nun mal kein Verständnis mehr. Ja, ich habe nicht auf die Zeit geachtet. Obwohl Sie Ihre Frau zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt abholen wollten, haben Sie nicht auf die Uhr gesehen. Ja, ich wusste ungefähr, wie spät es war. Aber, naja, wir hatten eine Meinungsverschiedenheit. Rudolf und ich. Ich habe mich erregt, ereifert. Ich lief einfach hinaus. Herr Sperber, ich muss mich über Sie wundern. Wieso? Eine Meinungsverschiedenheit. Ein Streit vielleicht sogar. Und Sie sagen mir nichts davon. Ich habe das nicht für wichtig gehalten. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie wirklich alle bitten, die Beurteilung der Wichtigkeit Ihrer Angaben mir zu überlassen. Herr Sperber. Herr Oberkommissar, es ging darum, dass Adelheid, dass Frau Merkle... Sie wollte Haushaltswaren ins Sortiment nehmen. Und Sie selbst verkaufen ebenfalls Haushaltswaren. Ich habe gesagt, es ist doch Unfug, wenn wir uns Konkurrenz machen. Da es zum Streit kam, nehme ich an, dass Sie anderer Ansicht waren, Herr Merkel. Ja, nicht direkt. Nein. Ich habe Ihnen ja gesagt, alles Organisatorische hat meine Frau erledigt. Dafür war sie zuständig. Und sie war der Auffassung, dass 300 Quadratmeter Verkaufsfläche auch gefüllt werden müssen. Dass man da ein breites Sortiment anbieten muss. Sie hingegen wollten Ihrem Freund Sperber nicht wehtun. Natürlich nicht. Sie sagten ihm zu, dass der Supermarkt keine Haushaltswaren verkauft hat. Ja, ich sage Ihnen doch, für die Organisation war meine Frau zuständig. Ich wollte noch mal mit ihr sprechen. So war es also. Und da Sie im Streit auseinandergingen, nehme ich an, Sie haben Ihrem Freund keine großen Hoffnungen machen können. Wir haben einen Haufen Schulden abzuzahlen, Herr Oberkommissar. Der Umbau hat uns über eine 500.000 gekostet. Adelheid war der Auffassung, wir können nicht aus Rücksicht auf unsere Bekannten unsere eigene Existenz riskieren. Ja, aber Sie nehmen doch wohl nicht an, dass Herr Sperber... Na, Rudolf, sag doch ein Wort, du wirst hier verdächtig. Hier wird überhaupt niemand verdächtigt. In dem Stadium sind wir noch lange nicht. Wenn Herr Sperber Grund hatte, der Ermordeten böse zu sein, dann braucht das gar nichts zu bedeuten. Aber Sie werden mir doch wohl alle zugeben, dass ein Konflikt dieser Art nicht einfach verschwiegen werden sollte. Schließlich gehört er zum Gesamtbild und nicht erst seit gestern.
Oder irre ich mich, Frau Becken? Ich bin vorsichtig geworden mit dem, was ich sage. Dann darf ich wohl aus der Akte Rost die Aussage zitieren, die Sie einen Tag nach Herrn Rosts Tod gegenüber der Kripo machten. Einen Moment. Hier, ja, hier steht es. Der Mann, gemeint ist Horst, ist doch regelrecht zugrunde gerichtet worden von der Merkle. Die hat ihn doch direkt hineingetrieben in den Selbstmord. Das ist eine Unverschämtheit. Begründen Sie das, Herr Merkle. Also ich muss schon sagen... Herr Oberkommissar, wenn ich das klarstellen darf... Ich bitte darum, lieber Herr Sperber. Aus unserer Sicht ist das... Also, das kann man einfach so nicht sagen. Der Herr Rost hat viele Jahre hier an der Straße einen kleinen Laden für Obst und Gemüse betrieben. Wenn Sie nach links aus dem Fenster schauen, sehen Sie das Haus. Es ist jetzt eine Versicherungsfiliale drin. Naja, und es ist uns natürlich allen nahegegangen, dass Herr Rost durch die Eröffnung des Supermarkts seinen Laden verloren hat. Aber auf der anderen Seite wissen wir auch alle, dass der Trend zur Selbstbedienung und zur Vergrößerung der Verkaufsfläche... Also, dass der überall da ist, nicht nur bei uns. Und ich möchte mal sagen dürfen, dass natürlich keiner von uns, meinem Freund Merkle, einen Vorwurf daraus macht, dass er nun mal die Kapitalbasis gehabt hat und diesen Trend für sich nutzen konnte. Ich meine, Geschäft ist schließlich Geschäft. Als Sie sich gestern Nacht mit Herrn Merkle unterhielten, haben Sie offenbar einen weniger gelassenen Standpunkt vertreten. Herr Oberkommissar, das sind doch keine persönlichen Streitigkeiten. Ich meine, hier liegen doch einfach bestimmte Sachzwänge vor. Da hören Sie es, Frau Wecken. Ein Sachzwang hat den Herrn Rost ruiniert. Kein Mensch hat ihn ruinieren wollen. Eine Stellung habe ich ihm angeboten. Ja, was kann ich denn dafür, dass er mit maßlos überspannten Gehaltsforderungen... Das ist doch der Gipfel. 1000 Mark hat er haben wollen. 1000 Mark dafür, dass ihm sein Lebenswerk zerstört worden ist. Ja, dann schauen Sie sich doch mal die Gehälter im Einzelhandel an. Da fragen Sie doch mal eine Verkäuferin, was sie mit heimnimmt. Außerdem hat er eine Abfindung bekommen. Ja, ich höre heute noch, wie er gelacht hat, als er den Scheck aus dem Kuvert nahm. Er hat entsetzlich gelacht. 500 Mark sind ein Haufen Geld für eine alte Waage und ein paar Regale. Ja, wer sind wir denn, die Caritas? Schließlich ist das nicht unsere Schuld gewesen, dass er das Geld versoffen hat. Ja, er hat es versoffen. Sein Lebtag habe ich ihn nicht betrunken gesehen, Herr Oberkommissar. Aber an diesem Abend ist er nach Stuttgart gefahren und hat die ganzen 500 Mark durchgebracht. In einem Nachtlokal mit schlechten Weibern. Sicher, er war betrunken. Aber deshalb verwechselt man doch nicht die Tür in einem fahrenden Zug. Wir hatten von Anfang an den Verdacht, dass er sich hinausgestürzt hat. Aber wie gesagt, wenn man das nicht genau weiß... Ich weiß es ganz genau. Ich verklage Sie, Frau Wecken. Ich hab's Ihnen schon mal gesagt. Ich verklage Sie wegen Verleumdung, wenn Sie noch einmal... Und warum haben Sie sich bei Herrn Rost entschuldigt, Herr Merkle? Warum haben Sie zu ihm gesagt, dass Sie eigentlich gern 2000 Mark gezahlt hätten als Abfindung, dass aber leider Ihre Frau damit nicht einverstanden sei und Sie vertragsrechtlich keine Möglichkeit hätten, darüber allein zu entscheiden? Warum haben Sie das denn gesagt, wenn 500 Mark eine angemessene Abfindung waren? Entschuldigen Sie mal, das geht Sie doch einen Dreck an. Ja, was fällt Ihnen eigentlich ein, hier Meinungsverschiedenheiten hinauszuposaunen, die ich mit meiner Frau hatte? Ich erzähle doch auch keinem Geschichten über Sie und Herrn Rost. Was denn für Geschichten? Ja, das ganze Viertel hat sich doch lustig gemacht über die zwei. Beide über 60 Jahre alt und tobten rum wie die Teenager. Aber bitte, bitte, mich geht's ja nichts an. Mich schon, würde ich sagen. Kripo? Ich habe mit der Kripo nichts zu schaffen. Und seien Sie doch nicht gleich so böse, Herr Huber. Wenn ich Frühschicht gehabt habe, schlafe ich nachmittags ganz gern mal eine gute Stunde. Aber ich kann Ihnen vielleicht einen Gefallen tun. Sie haben da mit Ihrem Vorarbeiter Möller Scherereien. Vielleicht kann ich Ihnen da helfen. Sie mir? Ja, vielleicht. Na, kommen Sie rein. Danke. Vielleicht können wir diesem Möller eins auf den Deckel geben, wenn wir unsere Informationen zusammenschmeißen. Das wäre doch ein gefundenes Fressen für Sie. Ich habe noch nie auch nur ein Stück Brot irgendwo umsonst gekriegt. Was wollen Sie von mir? Heute Nacht ist eine Frau umgebracht worden. Das steht noch nicht in der Zeitung, weil es nach Redaktionsschluss passiert ist. Aber wenn Sie nachher Ihr Radio andrehen, wird es bestimmt gemeldet. Möller ist in den Fall verwickelt. Ich muss Sie allerdings bitten, diese Informationen vorerst für sich zu behalten. Eine Sittlichkeitssache? Ja, über das Motiv wissen wir noch wenig. Ich will auch keineswegs sagen, dass Möller etwa verdächtigt wird. Verstehen Sie mich nicht falsch, aber er war der Letzte, der die Frau lebend gesehen hat. Da werden wir natürlich hellhörig. Jetzt hören Sie mir mal zu. Ich habe persönlich nichts gegen Möller, Herr Huber. Der Mann ist ein Menschenschinder, machen wir uns doch nichts vor. Schmeichelt sich bei den großen Herren ein, indem er Ihnen und Ihren Kollegen die doppelte Arbeit aufhält. Doch nicht die doppelte, so ein Quatsch.
Das ist doch eine Neuorganisation. Wir müssen jetzt alle mehr malochen als früher, das stimmt. Aber doch nicht ums Doppelte. Aber jedenfalls mehr als früher. Und das hat Ihnen, Herr Huber, immerhin so gestunken, dass Sie einen Warnstreik organisiert haben. Das kann ich auch verstehen. Ich verstehe das völlig. Sie, seien Sie da vorsichtig. Ja, das können Sie mir nicht anhängen, sowas. Der Warnstreik war spontan. Den haben alle beschlossen. Ich soll den organisiert haben. Sie machen mir Spaß, Sie. Wer hat denn das gesagt? Der Abteilungsleiter? Herr Huber, wir reden ja völlig aneinander vorbei. Ich habe Ihnen doch nicht den geringsten Vorwurf zu machen. Das ist doch gar nicht meine Aufgabe. Mir geht's doch nur darum, rauszufinden, was dieser Möller für einer ist. Der Abteilungsleiter sagt, er legt beide Hände für ihn ins Feuer. Dass er sie nur nicht verbrennt. Genau. Eben. Sie sind anderer Meinung. Weil Sie Möller von einer ganz anderen Seite kennen, nämlich als einen, der hochkommen will, auf Kosten der Kollegen. Na, da ist er doch nicht der Einzige. Herr Kommissar, oder wie Sie sich titulieren? Ja, Oberkommissar. Von mir aus, ja. Bitte. Dass er hochkommen will, nehme ich Möller überhaupt nicht übel. Und so wie unsere Fabriken organisiert sind, geht das eben nur auf Kosten der Kollegen. Ja, und wenn ich seine Stiefel anhätte, würde ich es wahrscheinlich genauso machen. Ja, Sie doch nicht. Das glaube ich nicht von Ihnen. Schmieren Sie mir doch keinen Honig ums Maul. Der Möller war ein prima Kumpel, bis er dieses Finanzbeamten-Töchterlein da geheiratet hat. Das war sein Fehler. Und seiner braucht eine Frau, die mitarbeitet. Nicht so eine verwöhnte Dame, die den ganzen Tag zu Hause rumgluckt und Maul auf den Pfeil hält. Das war sein ganzer Fehler. Na gut, soll ich ihn deshalb anpinkeln? Wenn der Schwan steht, ist der Verstand im Arsch, kann jedem passieren. Sehen Sie, das meine ich ja gerade. Genau das. Ihre Frau muss jeden Tag zur Arbeit. Aber Möller will anscheinend was Feineres sein als seine Kollegen. Was heißt will man? Der muss was Besseres sein. Was glauben Sie dann, was unser einer heimbringt am ersten? Ich habe 750 Mark und ein paar Zerquetschte in der Lohntüte. Und das ist mein Geld für den ganzen Monat. Wenn meine Frau nicht auch mal lochen würde, dann müsste ich mich genauso abstampeln wie Möller. Weil ich sonst nämlich die Raten für die Möbel und den ganzen Scheiß nicht bezahlen könnte. So sieht's doch aus. Erst neulich habe ich in einer Statistik gelesen, dass der Durchschnittslohn in der Industrie bei 1000 Mark netto im Monat liegt. Statistik, hören Sie mir doch auf mit Ihrer Statistik. Das ist wahrscheinlich das mit drin, was die Vorarbeiter und Meister kriegen und was in den Großstädten und den großen Werken verdient wird. Aber wir haben hier eine Belegschaft von 2000 Figuren, die meisten einfache Arbeiter. Und die nehmen zwischen 700 und 800 Mark mit heim. Statistik. Aber das Wesentliche ist doch, Sie reagieren darauf mit Solidarität. Während der Möller... Ja, Solidarität. Ist ein schönes Wort. Und wenn es den Kollegen schlecht geht, ist es sogar manchmal mehr als ein Wort. Bei dem Warnstreik zum Beispiel. Aber dann hat der Abteilungsleiter einzeln mit uns verhandelt. Hat jeden einzeln in sein Büro kommen lassen und belabert. Und Sie sind alle umgefallen, alle. Ich auch. Da mache ich auch keinen was vor. Da stehen Sie doch mal als kleines Würstchen vor diesem großmächtigen Schreibtisch und lassen sich mit Zahlen und den ganzen Scheiß bombardieren. Was wollen Sie denn da noch sagen? Und rausschmeißen lässt man sich ja auch nicht gern. Schließlich gibt es nicht so viele Großbetriebe hier in Ehrenfurt. Also Möller hat gewonnen. Auf der ganzen Linie. Und Sie nehmen ihm das noch nicht mal übel, wenn ich Sie richtig verstehe. Ich weiß schon, was Sie hören wollen. Wenn es nach Ihnen geht, soll ich aussagen, dass Möller ein rücksichtsloses Schwein ist und dass man ihm ohne weiteres auf einen Mord vertrauen kann. Aber das sage ich nicht. Schön. Ihrer Meinung nach ist Möller also ein Lamm, ein Wohltäter der Menschheit. Verkauft hat er sich. Das ist das ganze Geheimnis. Er schindet uns, ja. Und solange er uns schindet, wird er von uns auch bekämpft. Aber deshalb sagen wir nicht, dass er ein Schuft ist. Er schindet uns doch nicht, weil es ihm Spaß macht, sondern weil er muss. Und wenn ich mich gegen ihn wehren will... Dann mache ich das nicht mit der Kripo, dann mache ich das mit meinen Kollegen. Ja, ich habe mich mit meiner Frau gestritten an dem Abend. Na und? Streiten Sie nie mit Ihrer Frau? Ich stelle die Fragen. Sie, Mutter Becken, haben Sie sich vielleicht nie in der Wolle gehabt mit Ihrem Seligen oder mit dem Herrn Rost? Aber doch nicht so. Außerdem tue ich nur das, was mein Anwalt mir geraten hat. Er hat gesagt, wenn ich schon selber in Verdacht bin, muss ich alles sagen, was mich entlastet. Und überhaupt sagt er, die meisten Leute werden von ihren nächsten Angehörigen umgebracht. Also dann habe ich wohl meine eigene Frau. Das ist so ein Schwachsinn. Keine Aufregung, Herr Merkel. Rein statistisch hat der Anwalt durchaus recht. Also, wie war das, Frau Becken? Der Einzelhandelsverband hatte seine jährliche Tagung. Und anschließend war dann noch ein gemütliches Beisammensein. Naja, ne? Musik eben und ein bisschen Tanz. Mhm. Alle waren recht lustig. Nur an unserem Tisch ist keine Stimmung aufgekommen. Und das hat einzig und allein an Ihrer Frau gelegen, Herr Merkel. Ja, sie hat sie als Außenseiter gefühlt. Ihr habt sie ja auch alle spüren lassen, dass sie eigentlich nicht dazugehört. Gespannte Stimmung also. Ja. Und Sie haben kräftig Alkohol auf Ihren Kummer geschüttet. War das nicht so? Was heißt kräftig? Er hat sich ganz schön einen reingetan. Ganz schön einen reingetan. Was reden Sie denn da, Mutter Wecken? Wollen Sie mich mit Gewalt malig machen beim Oberkommissar?
paar Schnäpse habe ich getrunken. Immerhin genug, um auf die Idee mit dem Fenderspiel zu kommen, nicht wahr? Ja, ich wollte die Atmosphäre ein bisschen auflockern. Na gut, es war eine Schnapsidee von mir aus, aber schließlich hat ja keiner protestiert. Ihre Frau auch nicht? Die hat doch den ganzen Abend kaum den Mund aufgetan. Hat ihr arrogantes Gesicht aufgesetzt und eisig vor sich hingesehen. Ja, Angst hat sie gehabt, ja. Sie hat Angst vor euch gehabt. So hübsch ausgesehen, so ein schickes Kleid angehabt. Aber meinen Sie, es hätte einer mal ein nettes Wort an Sie gerichtet? Nur unsere ach so gutmütige Mutter Wecken hat geflötet. Das ist wohl die neueste Mode in Bochum. Und Frau Merkel hat gesagt, nein, in Bochum ist das schon wieder altmodisch. Deshalb dachte ich, es sei für Ehrenfurt gerade richtig. Das war doch eine ganz hämische Frage. Die Antwort war auch nicht besser. Ich weiß nicht, weshalb Sie sich so ereifern, Herr Merkel. Das klingt mir nach Schuldgefühl. So ein Quatsch, ich hab doch nur... Statt Ihre Frau in Schutz zu nehmen, haben Sie sich an Terry Sperber rangemacht. Ja, aber... Wobei Ihnen natürlich zugute kam, dass Herr Sperber verhindert war, sodass Sie also freie Bahn hatten. Freie Bahn, herangemacht, das ist doch... Das ist doch alles Unsinn. Ich sage doch, wir haben ein Fenderspiel gespielt. Und auf einmal ist Terry dran und sagt, sie will von mir einen Kuss. Was hätte ich denn tun sollen? Es wäre doch eine Beleidigung für sie gewesen, eine Kränkung, wenn ich mich da einfach geweigert hätte. Schließlich kenne ich die Terry schon seit Jahren. Ich habe schon mal gesagt und ich sag's wieder, alles wäre anders gekommen, wenn sie Terry geheiratet hätte. Ach, sieh an, das war also mal im Gespräch. Das war nicht nur im Gespräch, wir waren offiziell verlobt. Deshalb habe ich auch gar nicht begriffen zuerst, weshalb Adelheid so durchgedreht hat. Schließlich habe ich ihretwegen die Verlobung mit Terry gelöst. Durchgedreht ist noch ein milder Ausdruck. Was sehen Sie mich denn so an? Ich habe doch nicht angefangen mit den Beschuldigungen. Das haben Sie doch gemacht heute früh. Und Frau Merkel sagte dann also sinngemäß... Was heißt sinngemäß? Das weiß ich noch ganz genau, was sie gesagt hat. Bitte? Sie war auf einmal leichenblass im Gesicht und ist mit einem Ruck aufgestanden und hat gesagt, ich glaube, ich gehe besser. Offenbar hindere ich dich daran, dich mit deinen guten alten Freunden zu amüsieren. Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Ja, da hätte ich auch das Besteck weggelegt. Ja, nicht, dass ich sie nicht verstanden habe. Sie hat ihre Eltern im Krieg verloren, ist immer ein Waisenkind gewesen, im Waisenhaus aufgewachsen. Sie hat immer befürchtet, dass sie mich auch mal verliert. Das war natürlich unbegründet, war. Ja, ich wollte eine Frau haben und das war Adelheid. Aber ich wollte auch Freunde haben. Das hat sie nicht verstanden. Für sie war es immer entweder oder. Entweder ich liebe sie, dann bleibe ich am Abend zu Hause bei ihr. Oder ich gehe zum Kartenspiel oder mal auf den Sportplatz, dann liebe ich sie nicht mehr. Dann ist mir das andere wichtiger. Oder nehmen Sie den Fasching, nicht? Wir waren in München am letzten Fasching auf einem Ball. Einmal habe ich mit einer anderen Frau getanzt. Da hat sie ihre Handtasche genommen und ist einfach gegangen. Ich musste hinterher herlaufen. Sagen Sie mal, das war ja ein richtiges Gefängnis, diese Ehe. Ich habe sie verstanden. Ich habe gewusst, dass sie es schwer hat, aber oft war ich auch ganz ratlos und wusste gar nicht mehr, was ich tun sollte. Nachgeben und zu Hause bleiben und keinen mehr besuchen, aber da wäre ich mir vorgekommen wie ein Pantoffelheld. Deshalb bin ich dann immer wieder weggegangen. Dann hat sie tagelang kaum mit mir gesprochen, nur gearbeitet, wie eine Wilde. Den Laden ausgebaut. Ja, genau, hat von früh bis spät gerackert, bis sie dann irgendwann plötzlich zusammenbrach und heulte und sagte, sie hätte solche Angst, sie würde genau merken, dass ich unglücklich sei, weil meine Freunde nicht mit ihr einverstanden wären. Und während all dieser Auseinandersetzungen hat sie den Laden ununterbrochen vergrößert und zuerst Herrn Rost ruiniert und zuletzt sogar ihren Freund Sperber aufs Korn genommen. Und wenn Sie, Herr Merkel, oder wenn Sie bremsen wollten, dann sagte sie, das tust du ja nur wegen Terry. Woher wissen Sie das? Herr Merkel, Sie waren ein glücklicher und unbeschwerter Mann bis zu Ihrer Hochzeit. Bis Ihre Frau hierher kam und Sie Ihren Freunden entfremdet und Ihnen ein Riesengeschäft ans Bein band, an dem Sie in Wirklichkeit überhaupt nicht interessiert sind. Ja, so können Sie das nicht sagen. Ich habe meine Frau geliebt. Geliebt? Ja. Frau Wecken, was hat er seiner Frau eigentlich geantwortet, als sie plötzlich erklärte, sie wolle gehen? Er hat geschrien, dann hau doch endlich ab und lass mich in Frieden. Ich bin froh, wenn du endlich weg bist. Das hat er gesagt, Herr Oberkommissar. Sie können es nicht abstreiten, Herr Merkel. Die anderen haben es auch alle gehört. Herr Oberkommissar, entschuldigen Sie bitte, aber Sie wollten auf jeden Fall gleich benachrichtigt werden. Moment, bitte. Unter einem Steinhaufen auf dem Lassalleplatz haben wir es gefunden. Weißer Kittel mit Blut befleckt. Warten Sie hier. Sagen Sie mal, Herr Merkel, dieser Kittel könnte Ihnen fast passen, meinen Sie nicht? Ja, möglich. Das ist doch die Art Kittel, die Sie im Laden tragen. Wir alle. Doch, ja, die meisten Einzelhändler. Und nehmen Sie den Kittel ruhig in die Hand, Herr Merkel. Ja.
Schauen Sie ihn sich genau an. Ich wüsste gern, ob Sie mit Sicherheit sagen können, dass er Ihnen nicht gehört. Dreimal haben Sie meinen Mann jetzt schon aufgesucht. Man kommt ja ins Gerede. Halten Sie meinen Schwiegersohn denn für verdächtig, Herr Oberkommissar? Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass er vielleicht doch mehr gesehen haben könnte, als er im Augenblick erinnert. Sehen Sie, unser Problem ist doch, wir haben einen ganzen Sack voller Verdächtiger. Auch Indizien, durchaus. Da könnte der kleinste Hinweis, die geringste Beobachtung, die Ihrem Mann vielleicht völlig nebensächlich erscheint, die er als unwichtig vergessen hat. Ich verstehe. Wir wussten zum Beispiel von Anfang an, dass der Mörder sich mit Blut besudelt haben muss. Folglich habe ich die Durchsuchung des ganzen in Frage kommenden Stadtteils angeordnet. Dutzende von Polizisten haben das Hirschfeld systematisch durchgekämmt. Und mit Erfolg. Wir haben das Kleidungsstück gefunden, das der Täter während des Mordes trug. Hier, bitte. Das ist ja schrecklich. Nehmen Sie es doch vom Tisch weg. Also Sie haben recht, Frau Müller. Vergossenes Blut passt wirklich nicht zu Kaffee und Kuchen in diesem herrlichen Garten. Mein Kompliment übrigens, Herr Kemper. Ich habe schon lange keinen so schönen und gepflegten Garten mehr gesehen. Ja, aber das Kleidungsstück der Kittel muss doch irgendwem gehören. Das muss doch rauszukriegen sein. Tja, der Täter hat das Etikett entfernt. Ärzte haben doch solche Kittel. Und Apotheker. Und Drogisten und viele Einzelhändler. Von denen ich übrigens einige befragt habe. Nur will den Kittel leider keiner wiedererkennen. Tja, Frau Möller. Und in manchen Produktionsbetrieben tragen auch Meister und Ingenieure derartige Kittel. Auch bei Westertag. Vorerst ist Bernhard immer noch Vorarbeiter, leider. Oder Gott sei Dank, muss ich jetzt wohl sagen. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass Sie nicht ganz zufrieden sind damit, dass Sie einen Vorarbeiter von Westertag zum Mann haben. Als ob Sie so ein bisschen unter dem Gefühl leiden, Sie hätten unter Niveau geheiratet. Sei still, Erika, und lass mich das erklären. Ja? Herr Oberkommissar, die Sache war so. Natürlich haben meine Frau und ich zunächst andere Vorstellungen von unserem künftigen Schwiegersohn gehabt. Ist ja wohl klar. Naja. Immerhin habe ich gesellschaftliche Verpflichtung als stellvertretender Leiter des Finanzamtes. Zumal ich auch nicht vergessen darf, dass unser Chef 64 Jahre alt ist und nächstes Jahr in Pension geht. Und Sie dann sein Nachfolger werden. Das ist jedenfalls nicht auszuschließen. Ja. Sehen Sie, was sind das für Leute, mit denen wir Umgang haben? Höhere Beamte, Stadträte, Oberstudienräte. Auch den Bürgermeister treffen wir regelmäßig, wenn auch nicht häufig. Also da können Sie sich denken, bei dieser Sachlage, dass ich meiner Tochter Vorhaltung gemacht habe. Was willst du mit einem einfachen Arbeiter, habe ich Sie gefragt. Der Mann fühlt sich doch gar nicht wohl in unseren Kreisen. Kann er ja auch nicht. Was willst du ihn unglücklich machen? Aber die Stimme des Herzens hat lauter gesprochen als der Vater. Na, das finde ich sehr sympathisch. Und dann habe ich ja vor allem auch das Baby erwartet. Ja, wie es heute geht, ist es ja so üblich anscheinend. Kaum sind die jungen Leute ein paar Mal beim Tanzen gewesen oder im Kino, schon kommt es zu Intimitäten. Es ist ja nicht mehr so wie zu unserer Zeit. Naja, die Jugend hat es heute leichter, zu ihrem Vergnügen zu kommen. Und vor allem hat sie ja auch die Pille. Die allerdings in diesem Fall... Ich habe meine Tochter katholisch erzogen. Ach so. Ja. Und aus diesem Grunde haben Sie dann auch die Heirat gebilligt. Weniger aus religiösen Motiven als, wie soll ich sagen? Ich habe eben festgestellt, dass ich den Vater meines Enkels ganz anders beurteile als irgendeinen von Erikas Zufallsbekannten. Und er hat uns ja auch nicht enttäuscht. Das kann man nicht sagen. Ja. Naja, er kommt vorwärts, anscheinend. Er kommt vorwärts und ist fleißig und eifrig. Und das ist mehr, als ich erwartet hatte, ehrlich gesagt. Bei seiner Vergangenheit. Ach, wieso? Ja, er hat 2 Jahre lang nur sehr unregelmäßig gearbeitet. Hatten Sie das nicht gewusst? Was heißt unregelmäßig? Er sagt, er hätte keine passende Stelle gefunden. Er hat halt immer gleich Krach mit den Vorgesetzten gekriegt. Mhm. Es war wohl auch eine sehr unruhige Jugend, die er hatte. Man muss es auch verstehen. Eine recht gefährdete Jugend. Vater Alkoholiker, Mutter wohl auch etwas labil, hatte dauernd Männergeschichten. Ich habe das alles ermitteln lassen durch den Privatdetektiv Lars Wojcik. Ah, das ist ein zuverlässiger Mann. Ein bisschen teuer, wenn Sie mich fragen. Ja, das ist nun mal so. Na, das sind derartige Unternehmen wohl immer. Aber ich muss sagen, das Schicksal meiner Tochter, wie soll ich sagen, also die Zukunft meiner Tochter war mir das Geld wert. Ich fürchte, ich muss Sie bitten, Herr Kemper, mich diese Unterlagen mal einsehen zu lassen. Aber selbstverständlich, ja. Nur, dass Sie daraus nichts werden entnehmen können, was ich Ihnen nicht genauso gut mündlich... Er war Mitglied einer Rockerbande in Hamburg. Sieh mal an. Aber du wolltest es doch eigentlich... Was bitte?
verschweigen. Ich bin durchaus nicht verpflichtet, der Polizei Mitteilungen zu machen, die ich für unerheblich halte. Jetzt haben Sie aber darüber gesprochen. Ja, weil es sich so ergeben hat in der Unterhaltung. Unerheblich ist die Mitteilung ja nach wie vor, nämlich für Ihren Mordfall. Schließlich haben Sie diesen weißen Kittel gefunden. Und der Eigentümer kann nicht mein Schwiegersohn sein. Sie sind ein guter Beobachter, Herr Kemper. Wenn Sie hier doch etwas sehr spektakulär dieses schockierende Indiz präsentieren, dann verfolgen Sie damit ja eine bestimmte Absicht. Sie wollten meinen Schwiegersohn nicht fragen, ob er so einen Kittel besitzt, denn er hätte leugnen können. Sie wollten meine Tochter nicht fragen, weil sie aus Liebe zu ihrem Mann vielleicht auch geleugnet hätte. Obwohl ich eine solche Befürchtung für abwegig halte. Wir kennen unsere Bürgerpflichten. Ah, ja. Stattdessen haben Sie den Kittel ausgepackt und das Gesicht meiner Tochter beobachtet. Und das hat Ihnen genau das Gleiche gesagt wie mir. Nämlich, dass Sie den Kittel nicht wiedererkennt und so einen Kittel noch nie bei Ihrem Mann gesehen hat. Noch ein Tässchen Kaffee? Ja, gern. Ja, das schmeckt wirklich ausgezeichnet. Danke. Herr Kemper? Jetzt fühle ich mich beinahe ein bisschen ertappt. Ja, nur wie gesagt, Herr Oberkommissar, wenn Sie dafür sorgen könnten, dass diese doch etwas unglückliche Vorgeschichte meines Schwiegersohns... Sie sehen ja, er hat sich geändert, völlig geändert, ist rührend eifrig. Ja, neulich hat er eigens einen Kursus absolviert über die Pflege von Obstbäumen, um mir im Garten helfen zu können. Und ist heute, wie Sie sehen, gekommen, obwohl er Frühschicht hatte und arbeitet unermüdlich. Ja. Was sonderbar. Dass er gar nicht hören will, was wir gesprochen haben über ihn. Er weiß genau, wie peinlich es uns ist, dass er sich in diese Geschichte hat verwickeln lassen. Ja, er hat viel Herzenstatt für einen Mann seiner Herkunft. Wenn du den Täter heute Nacht nicht überführst, gib mir noch mal Feuer. Du rauchst zu viel. Dann stehe ich mir umsonst die Beine in den Leib. Kein Täter, keine Geschichte. Einen Stimmungsbericht kannst du doch immer machen. Wo ist hier Stimmung? Die Straßen sind ja wie ausgestorben. Und dabei ist es erst halb zwölf. Bemühe doch mal deine Fantasie. Stell dir vor, wir wären gestern Nacht hier gestanden. Vor uns die leeren Straßen, hinter uns der erleuchtete Supermarkt und mittendrin, hellwach, die Merkle über ihren Bilanzen. Sie stellt fest, dass der Gewinn zu niedrig ist und dass sie das Sortiment erweitern muss. Das bedeutet das Aus für Rudolf Sperber und sein Haushaltswarengeschäft. Ungeheuer dramatisch. Erwin Merkle kann nichts für ihn tun, das weiß Sperber. Aber er weiß auch, dass er sich mit Erwin leicht arrangieren könnte, wenn nur Adelheid nicht wäre. Erwin selbst macht inzwischen einen gemütlichen Abendspaziergang. Läuft in ohnmächtigem Zorn durch die Straßen. Seine eigene Frau ruiniert seine Freunde, einen nach dem anderen. Denn Sperber wird ja nicht der Letzte sein. Erwin ist sich klar, bald wird er für die Menschen, mit denen er aufgewachsen ist, der meistgehasste Mann im Viertel sein. Und was hat er davon? Die Ehe mit einer pathologisch eifersüchtigen Frau, die ihm schon Szenen macht, wenn er nur mal auf den Sportplatz will. Und dann ist da noch das Milchgeschäft. Was ist das von hier aus? In der Wohnung über diesem schäbigen Milchladen liegt die Wecken im Bett und sieht einem einsamen Alter entgegen. Du, Erich, an dir ist ein Schnulzenschreiber verloren gegangen. Ich kopiere nur deinen Stil, mein lieber Jack. Der Gemüsehändler hätte sie geheiratet. Zwei verwitwete alte Leute, die sich gegenseitig stützen, aber... Rost ist tot. Hast du einen Zweifel daran, dass sie die Merkle hast? Das ist eine bedrohte Frau, die da im Supermarkt sitzt. Die Merkle ist selbst ziemlich bedrohlich. Und jetzt? Jetzt nähert sich der einzige Zeuge, den wir haben. Der Mann, der das Opfer als letzter lebend gesehen hat. Leider weiß er nur absolut nichts. Du bist ein Miesmacher. Du willst bloß, dass ich dich jetzt mit reinnehme zur Rekonstruktion. Jedenfalls kann ich keinen Bericht über deine brillante Detektivarbeit schreiben, wenn du mich die ganze Nacht hier als einsamen Zinnsoldaten rumstehen lässt. Also, recht ist es mir nicht, Herr Oberkommissar. Ich muss morgen wieder früh raus. Dann müssen wir doch alle, Herr Müller. Also schön, Jack. Komm mit rein in den Supermarkt. Aber dass du mir jetzt bei der Rekonstruktion nicht dazwischen quatscht. Ich kam rein. Und Sie blieben wo stehen? Hier ungefähr. Aha. Und was tat Frau Merkle? Gab mir die Zigaretten. Geben Sie meine Schachtel, Herr Merkle. Sie müssen jetzt die Rolle Ihrer Frau übernehmen. Ja. Ja, Heid, wo laufen Sie denn hin? Die Zigaretten sind doch hier, neben der Kasse. Ja, Sie sehen doch, dass ein Stahlgitter davor ist. Ein Stahlgitter? Tatsächlich, ja. Wieso denn das? Ja, das ist allgemein üblich. In fast allen Lebensmittelgeschäften werden Spirituosen Zigaretten nachts besonders gesichert. Ne? Die Erfahrung hat gezeigt, dass Einbrecher vor allem auf Alkohol- und Rauchwaren aus sind. Nicht? Und oft auch nur Betrunkene, die weiterfeiern wollen und kein Geld mehr haben. Also diese Leute werden durch die Sicherungsmaßnahmen abgeschreckt. Und wie kommen Sie nachts an die Zigaretten ran?
Ja, normalerweise gar nicht, außer ich hole mir den Schlüssel für das Gitter im Büro. Soll ich? Ja, ich bitte darum. Ja. Herr Möller, davon haben Sie aber kein Wort gesagt, dass Frau Merkel zuerst ins Büro ging, um irgendwelche Schlüssel zu holen. Ich habe nicht jede Bewegung beschrieben, die sie gemacht hat. Warum auch? Aber sie ist gegangen. Ja, sicher. Warum schwitzen Sie denn auf einmal so, Herr Möller? So, hier habe ich den Schlüssel. Na, öffnen Sie das Gitter, bitte. Ja. Sagen Sie mal, Herr Merkle, halten Sie es eigentlich für wahrscheinlich, dass Ihre Frau gestern einfach ins Büro ging, obwohl doch der Beutel mit den Tageseinnahmen hier neben der Kasse lag, in Reichweite von Herrn Möller? Ja, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Halten Sie es für möglich? Kommt mir unwahrscheinlich vor. Ja, sie war sehr hinter dem Geld her, nicht? Ja, was heißt das? Wir mussten doch, wir haben doch schließlich einen Haufen Schulden. Tja, geben Sie Herrn Möller die Zigaretten. Ja. Danke. Herr Möller. Ja. Sie gehen jetzt zu Ihrem Wagen und warten dort auf mich. Nicht wegfahren, bitte. Wir brauchen Sie vielleicht noch. Ist das klar? Ja, sicher. So. Und jetzt warten wir einen Augenblick. Das heißt... Nein, das Gitter war ja geschlossen, als wir Ihre Frau fanden. Schließen Sie bitte das Gitter. Ja. Danke. So. Wo wollen Sie denn hin? Ja, ich muss doch den Schlüssel wieder ins Büro bringen. Das hat doch meine Frau auch getan. Der Schlüssel war doch im Büro, als wir sie fanden. Sie hat die Tür nicht abgeschlossen hinter Herrn Möller. Und der Beutel mit dem Geld lag hier neben der Kasse. Und trotzdem ist sie ins Büro gegangen, um den Schlüssel dort zu deponieren. Und hat das Geld aus den Augen gelassen. Ach, das glaube ich nicht. Herr Möller wäre jetzt weggefahren, wenn es gestern Nacht wäre. Das heißt, dass jetzt jeden Augenblick ein möglicher Täter eintreten könnte. Nein! Keine Angst. Ist nur Kriminalmeister Katz. Kommen Sie rein, Katz. Herr Merkel, Sie können den Schlüssel jetzt wegbringen. Ja. Und lassen Sie uns einen Moment allein, ja? Ja. Hast du sein Gesicht gesehen, Erich? Ja, Jack. Er denkt anscheinend, dass Möller es getan hat. Oder tut so, als ob er es dächte. Ich weiß nicht. Sehr glaubwürdig klingt man als Darstellung nicht. Dass er das Geld zweimal ohne Aufsicht gelassen haben soll, das... Nicht ohne Aufsicht. Möller war ja da. Man bekannt das. Sie vertraute ihm. Warum nicht? Nein, Jack, ich darf mich jetzt nicht von bloßen Spekulationen leiten lassen. Von allen Beteiligten ist Möller der Einzige, der keinerlei Motiv hat. Das stärkste Motiv hat doch immer noch Merkel. Chef einer 250.000. Ich werde selber ganz kribbelig, wenn ich mir das vorstelle. Ja, vielleicht ist das Geld noch das Wenigste. Merkel ist ja nicht der eiskalte Geschäftsmann, der nur an seinen Profit denkt und dafür über Leichen geht. Das ist doch ein sensibler, labiler Mensch. Und sie zwingt ihn dazu, dass er seine Freunde kaputt macht. Das ist bei Möller aber nicht anders, Erich. Wenn er seine Frau behalten will, muss er seine Kollegen schinden und ihren Zorn aushalten. Oder er ist solidarisch mit seinen Kollegen, aber dann wird er nicht Meister. Und seine Frau lässt ihn höchstwahrscheinlich fallen. Willst du unterstellen, dass Möller, als er gestern Nacht von zu Hause losfuhr, einen weißen Kittel anhatte, von dessen Existenz seine eigene Frau nichts weiß? Das ist doch abenteuerlich. Ein Mann, der bei seinen Kollegen verhasst ist, der sich unheimlich anstrengt, um seiner Familie als akzeptabler Schwiegersohn zu erscheinen, der bis nachts um 12 über einem Fernkursus büffelt, weil es ihm nicht reicht oder weil es seiner Familie nicht reicht, dass er Vorarbeiter ist. So ein Mann muss doch enorm frustriert sein, kann ich mir denken. Saufen darf er nicht, weil seine Frau es nicht erlaubt. Womit baut er eigentlich sein Selbstbewusstsein auf, wenn er mal down ist oder überanstrengt? Er kauft sich einen weißen Kittel und zieht ihn nachts heimlich an, weil er sich damit schon als Meister fühlt. Was meinen Sie, Katz? Kann es sein, dass er ein bisschen verrückt ist? Immer muss er tun, was die anderen sagen. Seine Frau, sein Schwiegervater, sein Abteilungsleiter. Aber wenn er den weißen Kittel anhat, dann ist er der Chef. Entschuldige, Erich, ich rede wahrscheinlich zu viel. Ich habe den Verdacht, du willst Möller nur deshalb überführen, weil er die wirkungsvollste Schlagzeile hergibt. Duckmäuser läuft Amok. Aber im Ernst, Jack... Möller erscheint hier und verlangt Zigaretten. Die Merkel gibt ihm eine Schachtel. Und er bringt sie um. Undenkbar. Er kommt rein und verlangt Zigaretten. Sie denkt nicht daran, wegen eines oberflächlichen Bekannten eigens den Schlüssel aus dem Büro zu holen. Sie hat ihn zwar reingelassen, weil sie ihn kennt, aber jetzt sagt sie zu ihm, na hören Sie mal, was fällt Ihnen ein? Erich, das ist ein Mann, der überall kuschen muss. In seinem Privatbereich, in seinem Arbeitsbereich. Aber als Konsument, da genießt er ein gewisses Ansehen. Besonders hier, wo er Stammkunde ist.
Und nun ist auch hier jemand, der ihn anschnauzt, die ihn zur Schnecke macht. Und da kriegt er die Wut. Packt sie, drängt sie zurück, will sich die Zigaretten mit Gewalt nehmen. Sie stößt gegen die Kasse, wehrt sich, kriegt das Messer zu fassen. Er reißt es ihr aus der Hand und sticht zu. Vergisst seine Karriere. Und er hatte eine Karriere vor sich, Jack. Das darfst du nicht vergessen. Er ist ein sozialer Aufsteiger. Aber gerade weil er befördert werden wollte. Seien Sie vorsichtig, Herr Nestor. Befördert werden will ich auch. Das ist schließlich kein Verbrechen. So. Und was tun Sie, um diese Beförderung zu bekommen? Ich mache gute Arbeit oder versuch's wenigstens. Sonst nichts? Ich stelle mich gut mit meinen Vorgesetzten. Und wenn diese Vorgesetzten mal ungerecht zu Ihnen sind, Sie anschnauzen? Nein, wir doch nicht. Ich kann ja immer meine Mutter anwollen, wenn ich heimkomme oder meine Verlobte. Das sind ja reizende Dinge. Ehrlich, der springende Punkt ist doch, Katz hat wenigstens jemand, den er anbrüllen kann. Aber Möller, der muss sich anständig benehmen, wenn er nach Hause kommt. Sonst sagt seine Frau, er sei ein Prolet. Wo kann der denn seine Aggressionen äußern? Nicht zu Hause, nicht am Arbeitsplatz. In die Kneipe geht er nicht. Das staut sich doch bei ihm. Komm mal mit raus. Sagen Sie mal, Herr Möller, wenn Ihnen Frau Merkel nun keine Zigaretten gegeben hätte, meine, sie hätte sich auch weigern können, was hätten Sie dann gemacht? Sie haben die Zigaretten doch selber auf meinem Wohnzimmertisch gesehen. Es ist ja immerhin denkbar, dass Sie sie woanders gekauft haben. Nicht am Automatenchef. Wenn er Kleingeld gehabt hätte, wäre er gar nicht erst bis zum Supermarkt gefahren. Sie hatten nur großes Geld. Also konnten Sie nur in eine Kneipe gehen. Um diese Zeit hat nur die Bahnhofsgaststätte noch auf. Jetzt rauchen Sie mal Zigaretten. Sie sind doch ein starker Raucher. Und wenn ich nicht will? Sie haben doch ein reines Gewissen, sagen Sie. Also was ist dabei? Also gut. Bitte eine Schachtel Zigaretten. Wieder die gleichen wie gestern? Aber ich... Sie haben uns angelogen, Möller. Sie haben die Zigaretten nicht von Frau Merkel bekommen, sondern... Halt, hier geblieben. Sind Sie verrückt? Ich habe ihn, Chef. Alles gut. Was denken Sie sich denn, Möller? Glauben Sie wirklich, Sie können jetzt noch weg? Die Handschellen kratzen. Ja. Was soll das heißen? Das können Sie doch nicht machen. Wer sind Sie, der Geschäftsführer? Allerdings. Ich protestiere im Namen meiner Gäste gegen die unerhörte Handlung. Kriminalpolizei, wir tun auch nur unsere Pflicht. Meine Damen und Herren, bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie gestört haben.